Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur ersten Folge zu Harvest Moon One World. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr sehen könnt und gerade eben auch angepriesen wurde, spielen wir heute Harvest Moon Eine Welt. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum spielt der Harvest Moon? Das sind wir doch gar nicht von dem gewohnt. Ich dachte mir einfach, nachdem wir so viele aufregende Projekte hatten, brauchen wir einfach mal was zum Abregen, beziehungsweise etwas, wo wir chillen können. So, ich habe jetzt die Charakterstellung hinter mir, die habe ich euch mal erspart. Ich habe den Jungen genommen, auch wenn mir seine Haare zu kurz sind für meine Verhältnisse. Für die alle, die Harvest Moon nicht kennen, da geht es einfach nur darum, sich einen schönen Raum aufzubauen, zu heiraten, halt ein ruhiges Leben zu führen, ein bisschen abzuschillen und sich aufzuregen, wenn das eigene Viech stirbt oder die Ernte eingeht. Ja. Das da unten könnt ihr schnell genug lesen. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was ich jetzt sonst aufnehmen soll, weil unter den neuesten Spielen ist das ehrlich gesagt das Einzige, was irgendwie interessant war. Ich weiß auch nicht, wie viele Parts ich hierzu mache. Oh, hallo Mama. Oh, Shining, kommst du kurz zu mir? Ja, ich komme, Mama. Ich komme, aber ich will... Hallo, ich will erstmal ein Buch. Ich bin noch nicht schlau genug, Mutter. Ich weiß nicht, wie man ein Buch aufhebt. Uns gehen langsam die Kartoffeln aus. Würdest du mit Doc weitere suchen? Ja! Es wäre toll, wenn du noch etwas anderes als Kartoffeln zu essen finden würdest. Aber sei vorsichtig da draußen, hörst du? Komm heil zurück. Bei manchen Harvest Moon-Teilen kommt man auch mehr oder weniger kämpfen. Bei manchen ist es halt wirklich nur der Bauernhof. Ich bin rüber zum Doc gelaufen. Doc Junior, um genau zu sein. Oh, seltsam. Warte mal, ist das überhaupt ein Junge oder ist das ein Mädchen? Bevor ich mir eine Stimme für die überlege, spreche ich die einfach erstmal nochmal. Oh, wie seltsam. Ich war mir so sicher, dass die Verdrahtung richtig war. Was ist passiert? Oh, du bist Shining. Hallo. Ich brauche Kartoffeln. Neues Saatgut? Was für ein Tag. Steckst du deine Nase immer noch in diesen alten Schinken? Hast du irgendetwas Neues daraus erfahren? Nee. Nein, was? Naja, vielleicht später. Du denkst wirklich nur über dieses Buch nach, was? Ja, das ist halt ein interessantes Buch. Hey, kein Grund beleidigt zu sein. Das ist doch die Wahrheit, oder? Komm, lass uns etwas zu essen suchen. Zumindest ein paar Kartoffeln. Ich glaube, das ist ein Junge. Okay, unten rechts habe ich eine Map. Der Typ ist hier schon vorgelaufen. Ne, Doc. Tja, was erwartest du denn? Als wir das letzte Mal hier gesucht haben, haben wir auch nichts gefunden. Warum denn? Der einzige Ort, wo du ein Gemüsebeet findest, ist dein Buch. Wie auch immer, wenn wir Zeit zum Quatschen haben, dann können wir auch nach Kartoffeln suchen. Ja. Sag nicht, dass du vergessen hast, wie das geht. Erhalte Feldfrüchte und andere Objekte mit dem A-Knopf. Okay. Hallo, ich will den Stein aufheben. Ich bin zu unfähig, einen Stein aufzuheben. Da sind doch Kartoffeln. Die gönne ich mir. Oh, wie es aussieht, hast du eine gefunden. Natürlich ist das eine Kartoffel. Etwas anderes gibt es hier auch nicht. Och, und schon wieder gibt es heute Abend nur Kartoffelsuppe. Die gab es auch gestern schon. Guck, der regt sich auf. Hey, was bist du denn so sauer? Jetzt beruhig dich mal. Tomate, Kohl, Karotte, nie gehört. Ist das Gemüse, über das du in deinem Buch gelesen hast? Natürlich. Ich sag's dir nur ungern, aber das sind Märchen. Sei realistisch, Kumpel. Hier gibt's nur Kartoffeln. Jetzt reiß dich zusammen. Wir müssen mehr Essen für deine Mutter finden.
Oh, da ist ja noch eine Kartoffel. Was ist denn das? Es fliegt. Wo schaust du hin? Ich sehe überhaupt nichts. Hast du dieses Licht denn nicht gesehen? Alles klar, Shining. Das Buch lässt dich schon Dinge sehen. Das höre ich auch jeden Tag. Hm? Erntegeister? Ja, du meinst diese Geister, die beim Pflanzenanbau helfen? Wenn es Erntegeister wirklich gibt, dann könnten wir endlich an anderes Gemüse kommen. Welcher Anblick? Ich habe mich noch nie so aufgeregt gesehen. Du hast mich noch nie freitags bei Kiwis gesehen. Hast du wirklich einen gefunden? Sag mal, hast du dieses Licht gerade nicht gesehen oder bist du blind? Schon gut, schon gut. Also schön, ihm nach. Er hat mich verstanden. Also für Steine brauchte man früher einen Hammer. Wir haben ihn eingekesselt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es hier sowas gibt. Ob er uns helfen wird? Ja, das sieht mir nach einem Brunnen aus. Hat wohl jemand vor langer Zeit verwendet. Das komische Ding von vorhin ist neben dem Brunnen, sagst du. Ich sehe gar nichts. Okay, könntest du mal diese Brillen, die du auf dem Kopf hast, wirklich mal überprüfen lassen? Wenn du zu dich rangehst, erwischt es bestimmt. Weißt du? Es sieht sich die Eicheln an, sagst du. Vielleicht hat es Hunger. Warum schaffst du hier nicht drei Eicheln und gibst sie ihm? In der Zwischenzeit behalte ich den Brunnen im Auge. Okay. Eine Eichel. Jetzt hebt das Ding doch auf. Zwei Eicheln. Drei Eicheln. Ja. Sind wir jetzt Freunde? Der hat mir was gegeben dafür. Er hat dir etwas gegeben? Die sehen wie schwarze Perlen aus. Ah, ich verstehe. Das müssen irgendwelche Samen sein. Stell dir nur vor, etwas so kleines kannst du etwas so groß wie eine Kartoffel werden. Unvorstellbar. Warum versuchen wir nicht, die Samen selbst zu ziehen? Dann werden wir ja sehen, ob dieses alte Buch die Wahrheit sagt oder nicht. Du hast dir die ganze Mühe gemacht, Hilfe zur Saatzucht herzustellen? Wann genau hast du das gemacht? Naja, das überrascht mich nicht. Also schön, wir werden versuchen, damit deine Samen zu züchten. Auch zu deinem Schuppen, Shining. Ja, dann folg mir mal, auch wenn ich selber nicht weiß, wo mein Schuppen ist. Das ist doch kein Schuppen. Das ist eine Kiste, aber kein Schuppen. Du hast eine Hacke, toll. Dann suchen wir ein paar Felder, auf denen Kartoffeln wachsen. Haben wir denn überhaupt irgendwo Felder schon bestellt? Na gut, mal sehen, was ein schlaues Buch dazu sagt. Um eine Saat aufzuziehen, muss man zuerst das Feld bestellen. Okay, ich weiß, wie man das macht. Wie rüste ich aus? Was für Probleme hat mein Charakter gerade gehabt? Okay, ich habe die Zoom-Taste gefunden. Muss ich das hier drüber machen? Nee. Darüber sehe ich das nicht. Ich versuche gerade... Ach so, einfach nur so A drauf drücken. Oh. Na, das sieht doch ganz gut aus. Ich dachte, ich muss das ausrüsten. Als nächstes setzen wir die Samen ein. Sehe Samen auf verstellten Feldern mit dem A-Knopf. Mit L und R kann ich mir die Samen aussuchen. Wir wollen ja was anderes futtern als... Oh, wir haben eh nur einen Rübensamen. Jetzt brauchen wir etwas Wasser. Oh, ich zeig dir, wo du das herbekommst. Zuerst brauchst du eine Gießkanne. Geh zum Schuppen neben dein Haus und nimm dir eine Gießkanne. Hol danach etwas Wasser aus dem Brunnen. Okay. Ich habe meine Gießkanne geholt. Geh dann zu dem Brunnen. Drück A. Hab Wasser. Alles klar, eine letzte Sache noch. Du musst jetzt nur noch Wasser auf die Samen gießen. Ja, man gießt sie, irgendwann wachsen sie, die können sterben, wenn man sie nicht wässert. Obwohl es absoluter Quatsch ist, seine Pflanzen täglich zu wässern, ihr macht die Pflanze damit kaputt.
Nur wenn eine Pflanze eingeht, heißt das nicht, dass sie Wasserprobleme hat. Es können auch verschiedene Nährstoffprobleme im Boden sein. Nichts passiert. Ja, das geht nicht einfach direkt. Ein bisschen länger warten, sagst du. Klar, warum nicht? Wie viel länger ist länger? Ja, das dauert schon ein paar Tage. Ich weiß, ich bin mir nur nicht sicher, ob aus Samen Gemüse wird. War es doch nur ein Märchen? Ach, Kopf hoch, Kumpel. Komm, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Du kannst nichts dafür, Kumpel. Morgen holen wir mehr Nahrung. Was soll's? Versuchen wir es morgen nochmal mit dem Buch, ja? Das ist die richtige Einstellung. Ey, dieses Grinsen, das macht mir Angst. Oh, und denk dran, deiner Mutter diese Kartoffeln zu bringen. Warum läuft der eigentlich automatisch, wenn ich keine Taste drücke? Willkommen zu Hause, Shining. Gib deiner Mutter die Kartoffeln aus deinem Rucksack als Geschenk. Hier, bitte, Mama. Ich habe für dich was gesammelt. Achso, ich muss... Ich dachte, ich wäre schon in dem Menü. Ich soll sie aus dem Rucksack nehmen. Und halten. Hier, bitte. Guten Appetit. Oh, danke schön. Die sehen echt lecker aus. Schau nicht so traurig rein. Ich mache jetzt hier wenigstens den Akzent. Da ist ja wohl deutlich sichtbar, dass es eine Frau ist. Du kannst morgen wieder nach neuem Gemüse suchen. Du versuchst angestrengt, welches zu finden. Ich bin sicher, dass du eines Tages... Dass du das eines Tages wirst, Shining, mein Sohn. Dann bist du der beste Bauer aller Zeiten. Du hast sicher Hunger, oder? Essen wir zu Abend. Erwartet jetzt aber nicht, dass ich für jeden Charakter eine andere Stimme mache. Wenn da eine Frau ist, dann versuche ich einfach eine hohe Stimme zu machen. Und wenn es ein alter Mann ist, dann versuche ich eine alte Stimme. Ich mache nicht jeden eine spezielle. Du haust rein wie immer. Es ist genug dafür, einen Nachschlag. Nur nicht schüchtern. Herrje, soll ich angehen? Du musst hundemüde sein. Warum gehst du nicht zu Bett? Ja, in meinem Bett schlafen, weil ich kaputt bin. Das ist mir schon bewusst. Dafür brauche ich kein Tutorial. Irgendwas ist mit diesem Brunnen falsch. Da kommen wir raus. Warum stehe ich dafür auf? Ich habe das doch gar nicht sehen können. Erstaunlich. Ich versuche mal für die irgendwie so eine fritzelige Stimme. Erstaunlich. Eine Sonne ist aufgegangen. Ich kann es kaum glauben. Ob es mich überhaupt bemerkt hat? Oh, du kannst du mich etwa sehen? Ah, verstehe. Du bist derjenige, der die Samen eingepflanzt hat. Dank dir wurde ich wieder erweckt. Ich bin dir also dankbar. Wie heißt du? Shining, ja? Hoho, ein wundervoller Name. Mein Name ist Vite. Ich bin der Erntewächter des Lebens. Du hast jemanden wie mich getroffen. Das muss einer meiner Ernte sein. Keine Angst, Leute. Kommt raus. Oh Gott, noch mehr von denen. Überrascht, was? Die sind die Erntegeister. Übrigens, Shining, was führt dich zu so später Stunde hierher? Ah ja, das war das Licht, das während meiner Auferstehung erstrahlt ist. Menschen sollten es eigentlich nicht sehen können. Mir es scheint, besitzt du geheimnisvolle Kräfte. Wenn dem so ist, dann ist das eine göttliche Fügung. Oh, Shining, willst du nicht meine Bitte anhören? Na klar.
Lass mich dir zuerst das hier geben. Dies ist ein Medaillon. Es gibt noch 5 weitere irgendwo auf der Welt. Ich bitte dich, die verbleibenden Medaillons zu finden. Und wo soll ich suchen? Wenn du alle 6 zusammen hast, wird die Erntegöttin wieder erweckt. Und dann können wir alle Früchte essen, beziehungsweise alles Gemüse? Tatsächlich ist sie mehr nur als ein Mythos, aber das fruchtbare Land dieser Welt ging verloren. Und mit ihr die Macht der Göttin. Sie glaubte jedoch, dass das fruchtbare Land eines Tages von Schicksal auf der Hand wieder erweckt werden würde. Deshalb wurden uns die Medaillons anvertraut und den Erntegeister verwandelt. Sie verteilte sie in der Welt und verschwand dann. Aber sie sagte uns, dass sie so lange in die Welt sie braucht zurückkehren würde. Und da du mich wieder erweckt hast, bin ich sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Bitte hilf uns. Ich muss selber auf meine eigene Stimme lachen. Du willst uns wirklich helfen? Ich bin überglücklich! Ja! Das muss für euch auch voll echt sein, die Stimme. Aber ich versuche halt diesen kleinen Pixie da irgendwie von der Stimme her nachzuhelfen. Ein Märchen! Ich versichere dir, die Erntegöttin ist äußerst real. Sie mag vor uns vielleicht nicht erscheinen, aber sie wacht über uns die ganze Zeit. Sogar wenn du schläfst. Das überlasse ich dir, Shiny. Erwecke die Erntewichte auf der ganzen Welt, so wie du mich erweckt hast, und die Medaillons werden dir sicher folgen. Dann kannst du das fruchtbare Land wiederherstellen und der Welt reichlich Nahrung schenken. Und ich bin in die Welt verliebt. Genau, denk nur an all das Essen, das du haben wirst. Klingt das nicht wunderbar? Die Erntegeister werden dir sicher helfen. So, will ich jetzt mein Essen hier nochmal angucken oder was habe ich vor? Ich bin hier halt schon jetzt 17 Minuten unterwegs für heute. Was zum... Ich bin glücklich. Shining? Was glaubst du denn, was du um diese Uhrzeit hier machst? Sei doch vernünftig. Ich verstehe kein Wort. Erntewichte, Medaillons. Geht's dir gut, Kumpel? Mir war nicht klar, dass heute so ein Schock war. Ich habe Erntewichte gesehen. Ich kann nicht behaupten, dass ich das glaube, aber rest mich nicht nah und klingt toll. Ach, was soll's, ich glaube dir. Aber wenn du um die Welt reisen willst, musst du vorbereitet sein. Reisen, fruchtbares Land. Heureka! Ich habe eine tolle Idee. Ich wusste doch, dass ich ein Genie bin. Ich habe es im Handumdrehen fertig. Geh du nur nach Hause und leg dich für den Rest der Nacht aufs Ohr. Ich hoffe, dann kann ich auch endlich speichern. Im Übrigen, schreibt mir mal in die Kommentare, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, in was für ein Zeitmaß ich die Folgen halten will, für den Fall, dass das ein längeres Projekt wird. Ob ich das aus 15 Minuten Videos mache, ob ich 20 Minuten Videos mache oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Weil Harvest Moon ist ein zeitintensives Spiel. Da muss man wirklich sehr viel Zeit reinstecken und deswegen würde ich gerne wissen, was davon ihr bevorzugen würdet. Hey Shining, komm mal hier raus. Ich muss dir was ganz Tolles zeigen. Habe ich jetzt eigentlich gespeichert? Ich glaube nicht. Hihi, es wäre toll, wenn du noch etwas anderes als Knopf zu essen finden würdest. Ja, fände ich auch schön. So, der Doc ist da oben. Ich weiß halt wirklich nicht, ob ich jetzt schon gespeichert habe. Sonst mache ich jetzt hier einfach mal Schluss. Hoffe, dass es jedem gefallen hat. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.